Hallo, mein Name ist Moritz. Ich studiere jetzt im zweiten Jahr Medizin an der Medizinischen Universität Plovdiv in Bulgarien. Und in diesem Video möchte ich euch einen Einblick geben in die Vor- und Nachteile hier am Studium in Bulgarien. Zu den Vorteilen hier am Studium in Bulgarien gehört auf jeden Fall die Internationalität. Das Studium hier ist auf Englisch. Ihr werdet viele Nationalitäten kennenlernen aus allen möglichen Ländern. Und es wird euch auch einen großen Vorteil verschaffen, auf Englisch zu studieren für euren späteren Lebensweg. Ich denke, das Studium im Ausland bringt euch auf jeden Fall auch aus eurer Komfortzone heraus. Ihr werdet eure Persönlichkeit entwickeln und erleben, wie es ist, komplett auf euch alleine gestellt zu sein. Die Studienkosten hier in Bulgarien liegen bei 8.000 Euro. Das ist vergleichsweise noch sehr günstig mit anderen Universitäten in Osteuropa verglichen, wo die Studiengebühren pro Jahr 10.000 bis sogar 20.000 Euro sind. Also ist es hier in Bulgarien auf jeden Fall ein günstiger Weg, Medizin zu studieren. Behaltet auch im Hinterkopf, dass es die Möglichkeit gibt, BAföG zu beantragen. Auslands-BAföG heißt es dann. Auslands-BAföG deckt zum Beispiel die erste Semestergebühr ab von 4.000 Euro und wird euch dann monatlich unterstützen mit einer Rate, die abhängig ist vom Einkommen eurer Eltern. Ihr könnt das Studentenleben hier in Bulgarien wirklich voll ausleben, da das Ausgehen oder auch Freizeitaktivitäten sehr günstig sind. So zahlt ihr, wenn ihr zum Beispiel essen geht, 5 bis 10 Euro für ein Abendessen. Für ein Bier zahlt ihr ungefähr 1 bis 2 Euro, für einen Kaffee 50 Cent bis 1 Euro. Wenn ihr ins Fitnessstudio gehen wollt, zahlt ihr ungefähr 20 bis 30 Euro im Monat. Ein Vorteil ist auf jeden Fall die Kompatibilität hier mit dem Programm in Bulgarien, mit dem in Deutschland. Die Curricula sind sehr ähnlich. Deswegen ist es auch gut möglich zu wechseln dann während des Studiums. Zu den Nachteilen gehört anfangs die Sprachbarriere, würde ich sagen, weil Bulgarisch eine sehr schwierige Sprache ist und einige, vor allem von der älteren Generation, eher schlechte Englischkenntnisse haben. Allerdings spricht die junge Generation dann sehr gut Englisch und mit der Zeit werdet ihr euch auch auf Bulgarisch verständigen können. Falls einige von euch die Angst verspüren, Heimweh zu bekommen, macht euch darüber überhaupt keine Sorgen, denn ihr werdet euch hier sehr schnell wohlfühlen. Plovdiv wird euer neues Zuhause werden und andererseits habt ihr auch oftmals die Möglichkeit, nach Hause zu fliegen. Für manche von euch mag das ein Vorteil sein, für andere ein Nachteil. Plovdiv ist eine relativ kleine Stadt mit 350.000 Einwohnern und alles ist zu Fuß erreichbar oder mit dem Fahrrad. Es ist aber trotzdem sehr viel geboten für Studenten. Zum Beispiel im Sommer gibt es zahlreiche Festivals in Plovdiv. Die Fußgängerzone ist eigentlich immer voll. Die Fußgängerzone ist auch sehr groß. Es gibt sehr viele Freizeitmöglichkeiten hier, ihr könnt Sport machen. Es gibt sehr viele Parks, also es ist sehr viel geboten hier, obwohl es eine relativ kleine Stadt ist. Das Studium auf Englisch würde ich als Vor- und als Nachteil sehen. Als Nachteil insofern, weil es kompliziert werden kann, wenn ihr wieder auf Deutsch umswitchen müsst. Aber als Vorteil natürlich, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, mit der Internationalität und dass die meiste Fachliteratur heutzutage sowieso auf Englisch veröffentlicht wird. Abschließend möchte ich sagen, dass ich persönlich von der Erfahrung im Ausland zu studieren auf jeden Fall profitiert habe. Es bringt euch in eurer Persönlichkeitsentwicklung enorm weiter. Reiseziele, die ihr davor vielleicht nicht so im Blick hattet, werden zu neuen Reisezielen wie zum Beispiel der Balkan allgemein, Rumänien, Griechenland, die Türkei, viele Länder, die ihr hier in nächster Nähe habt, werden zu neuen Reisezielen. Also nutzt die Gelegenheit, im Ausland zu studieren und alles Gute dafür. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, was euch interessiert oder ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt es in die Kommentare und wir melden uns dann bei euch oder machen ein neues Video.